Hallo, wenn du wissen möchtest, welche Produkte in der aktuellen Ausgabe, in der September-Ausgabe der Vegan Beauty Basket enthalten sind, dann bleib doch einfach dran. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Die Vegan Beauty Basket Box ist gekommen für den Monat September und die möchte ich gerne mit euch zusammen auspacken. Wie immer kommt die Vegan Beauty Basket Box mit einer Zeitschrift. Das vergesse ich immer zu erwähnen. Und zwar ist das die Vegan World. Ich finde sie sehr interessant, weil man da Rezepte bekommt, vegane Rezepte, die man nachmachen kann. Neue Produkte werden vorgestellt. Und es gibt sehr, sehr viele Informationen über das vegane Leben. Widmen wir uns jetzt der Box. Die ist eingepackt und mit einem Schleifchen verbunden, festgebunden. Und in jeder Vegan Beauty Basket Box ist eine Karte enthalten. Oh cool. Ja, da ist auch dekorative Kosmetik dabei. Okay, also. Ja, legen wir jetzt einfach mal los mit dem ersten Produkt. Und zwar haben wir hier... ich muss mal gleich dran schnuppern. Dann heißt es für mich, wenn es gut riecht, Das ist von der Firma Pinus Vital. Ein beruhigendes Hautspray aus dem Herzen der Kiefer. Beruhigt akut gestresste Haut, stärkt die Schutzbarriere. Einmal dran schnuppern. Wenn das wieder nach Kiefern riecht, dann pure Kiefer. den Duft mag ich nicht so gerne. Es riecht original nach Kiefern. Vielleicht kennt ihr die Produkte von Latschenkiefer. Das ist ein beruhigendes Hautspray. Hilft gerade sensibler Haut rasch mit unterschiedlichsten Reizungen besser umzugehen. Sanft legen sich die wohltuenden Inhaltsstoffe aus dem Herzen der Kiefer auf die Haut und bringen sie damit wieder ins natürliche Gleichgewicht. Ja, stärkt die hauteigene Schutzbarriere, reduziert Trockenheit, Spannungsgefühl und Risse. Finde ich an sich eigentlich eine gute Sache im Winter, ja, wenn wir wieder anfangen zu heizen. Also wir haben die Heizung noch nicht an, momentan geht das Wetter noch. Um die 16 Grad haben wir aktuell. Und ich versuche das auch so weit wie möglich herauszuzögern. Wir machen die Heizung wirklich nur dann an, wenn es so richtig anfängt kalt zu werden. Habt ihr schon die Heizung an? Schreibt mal unten in die Kommentare. Wir haben jetzt Ende September und Oktober ist eigentlich so die Zeit, denke ich mal. Also ich denke, im Sommer kommen sie nicht mehr wieder. das ist eigentlich eine gute Sache im Winter. Wenn die Heizungen dann anfangen, die Haut auszutrocknen, dann der Wechsel von kalt und warm. Das heißt, wenn man von draußen kommt, aus der Kälte und dann in die vollgeheizten Räume reinkommt, das ist natürlich alles hautreizend. Und ja, dann kann das natürlich ein akuter Helfer sein. Wenn es denn soweit sein sollte, werde ich das mal ausprobieren. Aber so vom Duft her mag ich das nicht unbedingt. Dann habe ich hier von The Salt Parlor, das ist die Firma. Und das ist ein Scrub, also ein Peeling für den Körper. Kaffee und Kokosnuss. Entfernt samt abgestorbene Hautzellen und stimuliert die Mikrozirkulation der Haut, das Peeling mit sanften Kreisbewegungen auf der noch feuchten Haut einmassieren und so weiter. Das ist so in einer Dose. Ich habe schon mal einen Scrub von der Firma gehabt. Das ist eine Dose und riecht nach Kaffee und nach Kokosnuss. Aber ein richtig guter Duft, der mich jetzt dazu anregt, ein Raffaello zu essen. Yummy. Finde ich ganz gut, dass es dabei ist. Peelings brauche ich immer im Winter, ganz besonders für die Ellenbogen.
Die sind bei mir im Winter ziemlich gereizt, beziehungsweise ziemlich rau, und da kann ein Peeling helfen, solange die Hautstellen nicht offen sind, ne? Also manchmal hat man auch so Hautrisse. Da würde ich das nicht unbedingt anwenden, aber wenn die Haut um die Ellenbogen herum so ein bisschen, wie soll ich sagen, rau ist, ja, dann finde ich das sehr gut. Kann man sehr gut anwenden. Ansonsten halt für den ganzen Körper zur Stimulation, um den Kreislauf anzuregen. Es ist ein Holzlöffel dabei. Und ja, das kann man dann mit diesem Holzlöffel dosieren, denke ich mal. Ein Gesichtsöl ist dabei, und zwar von der Firma Five. Ja, ist eine ganz neue Firma. Wurde im August 2016 in Zürich von Anna Pfeiffer gegründet und kommt mit maximal 5 Inhaltsstoffen aus. Das Herz der Produkte sind Öle und Shea Butter, wann immer möglich aus biologischem Anbau. Das hier ist ein Gesichtsöl für unreine Haut, und hier stehen auch alle Inhaltsstoffe aufgelistet, also nur 5 Inhaltsstoffe, und zwar Bio-Jojobaöl, Squalan, Schwarzkümmelöl, auch im Bio, Vitamin E, ätherisches Grapefruitöl, auch in Bio. Ich fände es gut, wenn immer ganz neue Produkte in dieser Box drin sind, dass man sich da so ein bisschen austesten kann. Ist nicht immer so, aber das meiste findet man halt nicht in der Drogerie. Und deswegen finde ich die Box immer sehr, sehr gut. Deswegen habe ich sie auch abonniert. Ein Genau. Pinsel ist dabei. Von der Firma Barbara Hoffmann. Das ist ein Lidschattenpinsel. Und jo, einfach ein Lidschattenpinsel. Mittelfest gebunden und besteht aus hauchzartem, langlebigem Synthetikhaar. Da freue ich mich auch sehr drüber. Und das letzte Produkt ist wahrscheinlich ein Lidschatten. Okay. Dann passt das ja mit dem Pinsel. Von der Firma Boho Green. Und ja, die hochpigmentierte Formel des Lidschattens mit pflanzlichen Ölen ist besonders sanft für zarten Augenpartie. Boho ist auch eine Naturkosmetikfirma. Die Vegan Beauty Basket Box hat sehr häufig Produkte von Boho drin. Jo, das ist aber gut verschlossen. Das muss ich mal eben hier aufknibbeln. Und dann wollen wir einfach mal gucken, wie die Pigmentierung ist. Oh ja, sehr schön. Ganz toll. Also Pigmentierung ist ganz toll. Es krümelt ein bisschen, aber also das gibt richtig gut Farbe ab. Die Farbe gefällt mir auch sehr gut. Das ist so ein Rot-Braunton. Sienne nennt sich das. Jo, ich werde mal austesten, wie sich das überhaupt auf dem Auge verhält. Weil Swatches, ja, die müssen nicht viel aussagen, aber so auf dem ersten Blick finde ich das sehr gut. Alle weiteren Infos zur Vegan Beauty Basket Box findet ihr unten in der Infobox. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal, um keines der Videos zu verpassen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.